Willkommen! In diesem Video will ich euch gern zeigen, was sich hinter meinem Eröffnungslexikon der indischen Systeme mit E6 verbirgt. Mein Name ist Jaroslav Krasowiecki, ich bin internationaler Meister, FIDE-Trainer, war die letzten 3 Jahre als Schachtrainer in einer FIDE-Akademie angestellt und seit 12 Jahren verbringe ich meine Freizeit, weil ich das wirklich gern mag, mit Schacheröffnung analysieren, studieren und alles drumherum. Warum ich das mache, ist, weil ich damals und auch jetzt die Einstellung habe, dass Eröffnung eigentlich so das wichtigste, ja der erste Schlag, der wichtigste Element der Partie ist. Wenn man besser in Endspielen ist, kann es sein, dass man trotzdem nicht bis zum Endspiel kommt und Eröffnung ist der erste Teil, wo es dann die Schlacht beginnt. Und gerade bei Niveau 2000 und tiefer ist das umso wichtiger, weil da viele sich mit der Eröffnung nicht so ideal auskennen und da das noch signifikanter ist als jetzt bei Titelträgern. Und was ich dann machen wollte vor 12 Jahren und was ich dann auch gemacht habe, ist, ich wollte eine perfekte Eröffnung finden. Also eine Eröffnung, wo mir egal war, welche Variante der Gegner wählt. Es hatte keine Löcher, ich kenne mich aus und ich fühle mich überall wohl. Und um das hinzubekommen, musste ich auch eben bei jeder Eröffnung alle Möglichkeiten des Gegners anschauen. Ich müsste alle Ideen finden, alle Ideen versuchen zu verstehen und analysieren, vertiefen und so gründlich bei jeder Eröffnung. Und das gesamte Wissen, was ich mir dann angeeignet habe in den letzten 12 Jahren, das will ich jetzt in diesen Eröffnungslexika alle Eröffnungen widerspiegeln. Das hier ist das zweite Teil einer 4-bändigen Reihe der Eröffnung über D4. Und der erste Teil ging über D4, D5, der ist schon draußen, und Slawisch, E6, angenommenes Damengambit, da sind alle Varianten da abgepackt. Hier sind die Varianten, also die indischen Systeme mit E6, nach Springer F6, C4, E6, wenn der Schwarze kein D5 spielen will, also grundsätzlich nimmt zu Indisch, Damenindisch und Bogo-Indisch. Es wird auch Teil 3 geben, das wird dann mit Zug E6, mit Königsindisch und Grünfeldindisch. Und es wird auch demnächst auch Teil 4 genauso folgen mit Holländisch, Wolgagambit, Benoni und was noch sonst so fehlt. Genauso habe ich zuerst E4 schon 4 Bänder durch und da schon das Eröffnungslexikon raus. Und das ist genauso aufgebaut wie auch das hier. Also, was ist jetzt der Inhalt von diesem Eröffnungslexikon? Der Schwarze, wenn er jetzt so ein indisches System spielt, will jetzt nicht direkt einen Bauern in die Mitte setzen. Und das kann man bei geschlossener Eröffnung machen. Er will mit Figuren das Zentrum kontrollieren. Und wenn der weiße Springer C3 spielt, könnte dann der Schwarze will mit D5 wieder in ein D4, D5 System umleiten. Was die Schwarzen hier aber meistens machen, und das ist auch die bevorzugte Eröffnung bei der Weltspitze, also wenn sie nicht gerade einer ganz kleinen Gruppe angehören, die Grünfeldindisch spielen, dann ist fast sicher Nimzowindisch die Hauptwaffe des Schwarzen. Und ja, Nimzowindisch ist dann eine Eröffnung, über die es sehr, sehr gründlich gehen wird. Wenn der Weiße nicht Springer C3 spielen will, kann auch Springer F3 spielen. Und dagegen reagiert die Weltspitze meistens anders, als man vermutet. Die spielen jetzt plötzlich doch D5. Ganz dumm ist es nicht, nämlich der Schwarze hat einen Zug Springer F3 erzwungen, der vielleicht gar nicht so günstig ist oder ein bisschen zu früh, nicht ganz ideal. Also es macht schon Sinn, mit Schwarz hier den Zug D5 zu spielen. Trotzdem, die meisten Spieler, einfachheitshalber, wenn sie einfach keine D5-Stellung spielen normalerweise, dann wollen sie auch keine D5-Stellung auf Springer F3 spielen. Und das müssen sie auch nicht. Es gibt nämlich die Möglichkeit mit Damenindisch, also B6, mit DD Läufer B7, aber auch Läufer A6 zu spielen. Oder man spielt dann den Zug Läufer B4 Schach und hier ist dann die Idee, sehr häufig D6, E5 zu spielen, alle Bauern auf Schwarz. Also wenn der weiße Läufer D2, der Springer D2 spielt, wird es ein Bogo-Indisch. Witzigerweise, wenn der weiße Springer C3 spielt, dann ist es ein Nimzowinder und wird unter Nimzowindisch behandelt. Um wirklich noch alles Mögliche hier abzuklappern, gibt es natürlich den Zug G3. Das ist ein sehr wichtiger Zug, inhaltlicher. Es ist eine Zugfeinheit, die ich dann beleuchten werde mit Plänen, also unter welchen Umständen könnte das jetzt eine Verbesserung sein. Also grundsätzlich, der Weiße muss mit Katalanisch hier einverstanden sein,
Aber er könnte jetzt versuchen, den Damenender ja, zu vermeiden. Und gegen Bogoendisch hat er vielleicht auch ein paar Möglichkeiten. Also was wären Vorteile von diesem Zug? Was wären so Nachteile? Und ebenfalls, wenn der Weiß jetzt einen Zug Springer F3 im zweiten spielt und er hätte die Möglichkeit, immer noch im dritten Zug C4 nachzuschieben, deswegen muss der Schwarze damit jetzt nicht ja, aus dem System gebracht wird, vielleicht E6 machen. Und welche Möglichkeiten hätte der Weiße hier zu spielen und wie müsste der Schwarze dagegen reagieren? Was ich hier machen werde, wie auch in jedem Eröffnungslexikon, das ist kein Repertoire. Keine Repertoire-Empfehlung. Ich werde nicht sagen, spiel diese Varianten, weil die Varianten sind die besten, sondern ich präsentiere so gut und neutral es mir möglich ist, alle Ideen und ich versuche auch alle Feinheiten und alle, einfach wirklich alles, 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 was es zu wissen gibt, zu dieser Eröffnung zu zeigen. Also alle Varianten des Schwarzen, alle Varianten des Weißen, alle wichtigen Ideen. Und wie steht es? Was muss man da wissen? Ist das jetzt viel Theorie? Ist es wenig Theorie? Wird es eher schärfer? Wird es eher ruhiger? Wie ist es praktisch einfach zu spielen? Ist es kompliziert zu spielen? Sollte man da Endspieler wissen? All diese allgemeinen Sachen, die jetzt nicht an den Zügen herauszulesen sind, die werde ich da eben in diesem Video erklären. Ich werde da versuchen, also wirklich alles sehr gut zu gliedern, dass man alles verstehen kann und all das, wofür man selber vielleicht ein paar Jahre gebraucht hätte, um zu verstehen, dass vielleicht eine Variante gar nicht so möglich ist und welche Alternativen gibt es, all das präsentiere ich genauso wie ist die Variante überhaupt spielbar? Ist es objektiv gut? Vielleicht eine alte Variante wurde gespielt und warum wird sie nicht gespielt und wo wäre dann vielleicht eine mögliche Widerlegung? All diese Sachen sind hier in diesem Eröffnungslexikon, genauso wie in allen anderen eben gezeigt. Und das ist eigentlich so die Kernessenz von ja, meiner Idee und auch von diesem Eröffnungslexikon und wenn es euch irgendwie angesprochen hat, schaut euch ein Probevideo an und wenn es euch gefällt, dann ja, sucht euch einen Kurs und ich hoffe, es gefällt euch und unabhängig davon, viel Spaß beim Schach, ist ein schöner Sport und bis bald.